Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Der Schatnix, der hat uns leider verlassen. Der hat wohl privat irgendwas noch zu tun. Real geht natürlich immer vor. Aber jetzt ist mit dabei der Amy. Oder Amy. Hallöchen. Hallo. Genau, die Freya und die Mini natürlich auch. Ja, natürlich. Wo soll die Mini denn sonst sein? So, ihr seht, wir haben Krokus jetzt dabei, denn wir hatten ja gesagt, hier ist ein Wrack, hier sind große Kristalle und alles. Da haben wir natürlich rumgeguckt und die findige Freya, die hat einen Eingang unter Wasser gefunden. Deswegen haben wir uns gleich in die Höhlenrüstung geschmissen, haben ein paar Wasserviecher rangeholt und ich würde sagen, in dem Sinne gucken wir uns an und geht los. Ja. So, Freya. Ach je, und der Mini ist schon wieder warm. So, Freya, du weißt, wo lang, ne? Ja, einmal Tech-Helm. Was ist der Plan? Achso, Tech-Helm. Ach, ja. Wisst ihr, Tech-Helm wäre vielleicht nicht schlecht unter Wasser. So, da wir unter Wasser sind, mache ich auch die Pistel, mache ich mal hier unten hin, solange. So. Also, dann meinetwegen können wir nasse Füße kriegen und so. Mhm. Ihr seid bei mir? Ja. Ja. Emi, wenn wir zu schnell sind, wir dir außer Augen gehen oder was, dann immer mal Bescheid sagen, ne? Ach, boah. Ich komm noch nicht so schnell nach unten, wie frei. Ja, das Kroko, das kann nicht so schnell nach unten. Hier müsste der irgendwo gewesen sein. Und zwar... Da. Ich hab's gefunden. Ach herrje, hier bin ich ein paar Mal lang getaucht, ne? Aber den kleinen Eingang, ne? Ne, seid ihr alle da? Achtung, ja. Wir bekommen Besuch. Okay. Weiß ich, trifft das Ding? Komm weg. Weg ist er. Ja. So. Dann gehe ich mal hier in den Eingang und zeige einfach als erstes mal die Koordinaten. Ihr seid ja noch da, falls irgendwas kommt. Ja, pass auf. So. Die Koordinate, ich zeige das auch auf Karte. Ihr seht, wir sind ziemlich oben am Rand, beim dunklen Gebiet, aber schon im Wasser. Und die genauen Koordinaten sind 4,5 mal 74 zu 1. Dann wollen wir mal gucken. Mhm. Alle da? Ja, ne? Ja. So, das ist auch schön, dass wir alle Landviecher haben, falls hier auch noch ein trockenes Gebiet gibt in der Höhle hier. Wir wissen natürlich noch nicht, Leute, ob das Bauhöhle ist oder ein Durchgang oder Artefakt. Oh, wir werden es merken. Wir hoffen natürlich immer auf Artefakt. Aber cool gemacht schon, ne? Ja. Ja, ich hatte nur gemerkt, dass es halt ziemlich weit reingeht und deswegen hatte ich dann ja gleich Bescheid gesagt. Ja, aber dadurch, dass es so weit reingeht, denke ich nicht, dass das hier eine Bauhöhle ist oder so. Moment, ich habe Standbild. Ja, ich auch. Der lädt bestimmt gerade was rein. Ja, dann am besten warten, wa? Habt ihr auch schon Standbild, oder? Ja. Ich nicht. Okay. Wie jetzt? Oh, Rollback. Ja, ich bin wieder da. Da vorne ist Emi. Schwimme ich mal ein Stück vor. Ach, da bist du. Ja, ist Freya auch schon wieder da, oder? Ja, ich bin hier. Achso, gut. Hier geht's hoch. Doch ein Durchgang? Nee. Doch, hier ist ein Wrack. Sag nicht, das ist jetzt der Strand hier. Jetzt ein Wrack. Nach oben schwimmen, Mini? Ach, da. Oben. Ein Wrack. Je nachdem, wie ich gucke, bin ich im Felsen drin. Ja. Hä? Ich hab Angst. Freya sehe ich. Mini ist hinter Freya. Emmy ist unten drunter.
Kommt mal eben zu mir hoch. Gehen wir nach Freya hin? Ja, ich hab da was. Ach, hier ist ein... Ach so, guck. Ich hab die Höhlendecke gar nicht gesehen eben. Ich dachte, ich könnte zum Ding schwimmen. Hier ist ein Wrack, siehste. Okay. Da hinten geht's raus. Okay. Hier ist ein Gitter. Und jetzt dreh dich mal um. Ach, herrje. Wie jetzt? Du kommst nicht mehr raus. Ach, herrje. Ja, dann sind die Tiere aber safe. Habt ihr alle einen Chip drin? Ja. Denn da da Wasseroberfläche ist, dann würde ich das Tier nämlich hier lassen. Erstmal. Kann man das... Ich würde sagen, hier oben hinstellen. Hier oben ist Platz, Pyro. Wollte ich gerade sagen, kann man das da oben hinstellen? Ja, ja. Ist das echt zu? Ja, ist zu. Okay. So. Okay. Ja. Sind wir hier gestrandet? Ja, mein hier. Sieht aber toll aus. Ja. Aber ist zu. Tja. Ja. Ich würde sagen, jetzt müssen wir, ob wir wollen oder nicht. Oh, da ist ein riesiger Schädel oder sowas. Hab ich schon gesehen. Da. Ich ziehe mir mal eben den Helm aus, dann habe ich eine bessere Sicht. So. So, Shadowman, ich mach dich. Du bist auf neutral, jo. Pass schön auf dich auf. Moment. Die hier wieder raus erstmal. Hat man sie nur noch Fleisch für mein Shadowman? Bestimmt. Dahin. Und du kommst wieder dahin. So. Okay, der Sino kann hier nicht fliegen. Kann er nicht fliegen? Nee. Ja. So, Shadowman, kriegst du noch ein bisschen mehr Fleisch? So. Also, sieht okay aus. Okay. Ich will mal gucken, ob ich hier hoch kann am Masten. Na, kann ich hier vorbei? Hinter dir voll und ganz kalt den Rücken frei. Sehr schön. Wollt erst mal gucken, ob Pyro da überhaupt hochkommt. Ja, komm ich. Okay. Ich geh mal hier zur Seite, hoffentlich falle ich hier nicht durch. Ach, da sind drei Kanus da unten. Sehe ich schon mal. Also, es waren schon mal welche hier. Solche Kanus und nicht jetzt ein Kanutaurus. Nee. Mach gerade mal hier ein Bild davon. Der sieht ja echt vertrauenswürdig aus. Huch. Mini, Vorsicht. Ja. Schritt nach links. Und jetzt noch einmal rumdrehen. So. Bild gemacht. Ich sehe Pyro gar nicht. Hier, Anna. Da. An der Seite, damit ich das besser, ne, sehen kann da vorne. Ja, hüpf doch. Blödnuss. Kriegen wir das... Warte, sieht das gut aus, wenn wir uns hier hinstellen? Ja, nee, das sieht gut aus. Wenn die bei dir ist. Da muss ich hin. Mal sehen, ob ich da oben Licht hinkriege. Ja, auch ein bisschen. Aber ich bezweifle, dass ich an dir vorbeikomme, ne? Ja, muss Pyro halt. Muss man sich halt alle nur umdrehen. Ja, weiter zur Seite kann ich nicht hier. So. Kommst nicht an mir vorbei? Also ich stehe an Kante. Wenn du an mir vorbei kannst, dann. Ja, noch ein Stück. Noch ein Stück. Genau. Wenn ich jetzt drehst, dann gehe ich nämlich wieder hoch. So. Dann passen wir doch locker alle drauf. So, Emmy, rutsch ran. Mach ich. So. Ja, geht nicht. Das sieht doch cool aus. So. Mal gleich hier. Ein cooles Bild am Anfang. So. Denk, das schickt. So, also ich würde jetzt hier runterspringen. Mal gucken, was uns erwartet. Also so Geronimo-mäßig und so, ja? Ja. Also selbst wenn der Sino nicht fliegen kann, wer keine Tech-Schuhe anhat, der braucht nur X drücken, dann
hast du ja den Fallschirmeffekt vom Sino. Also die hier sehen nicht mehr so vertrauenswürdig aus, aber hier kommt schon Wasser rein. Hier ist schon Wasser drin. Ja. Also ist das dein Boot mit dem Wasser drin? Meinst du das erste, da ist kein Wasser drin? War ja klar. Ich würde mal sagen, wir gehen nach links, weil da vorne sehe ich noch einen Wrack. Oh je. Aber Leute, langsam, weil ich sehe eure Namen nicht. Okay. Es ruckelt auch extremst wieder. Versuch mal hier an Land herzugehen. Ja, durchs weil, Gemüse, war ja klar. Ja, einfach gerade da. Weil, falls die Blutegel sind. Oh, hier gibt's Schlafsack. Ist das so ein Andeuten, dass man hier hinbauen könnte, also einen Schlafsack hinlegen könnte? Oh, schau ja, mal. Nein, kann man nicht. Okay. Also es ist einfach nur so von wegen lange Nase, ne? Noch ein Kanu. Ich höre was brummen. Hier geht's auch links hoch, ja. Zufälligerweise. Ja, da geht's auch noch durch. Ja, ich wollte eben mal hier vorne brummt. Und irgendein Loot. Ja. Ich im stimmt. Geh mal hier gucken. Brummt es nämlich immer noch. Ich warte dann mal hier, ne? Hier brummt es, da. Hast du gefunden? Ja. Underwater Loot. Oh. Können wir. Ich bin weg. Emi, willst du mal reingucken? Warte, muss ich rüberkommen? Ja, hier auf das Wrack. Auf das Wrack drauf. Schicke Kiste. Vielleicht ist ja was Tolles drin. Bauplan Megalania Sattel. Dann Asteroide Sattel. Bauplan Elektroschocker. Pumpgun 550,7%. Naja, immerhin haben und nicht haben, ne? Ja. So. Ich bin bei dir, Mini. Okay. Hier hinten. Ach da. Ach, hier hinten geht das auch noch weiter. Ja, er meinte ja da. Emi meinte ja, da vorne geht's hoch, ne? Wollen wir da mal eben lang und gucken, ob wir euch entgegenkommen können? Ach je, guck mal hier nach dem Totenkopf. Da ist auch noch eine Brücke, also wir müssen auch auf jeden Fall zum Totenkopf hoch gleich. Ach je. Okay, vielleicht geht das ja hier oben direkt da hoch. Ja, oh, weil. Ja. Bitte? Schwarze Perle im Wasser. Ja, also gönn dir. Und Tapa nicht da. ich nehm jetzt nicht mit, weil die sind mir dann zu schwer. Also Pyro, definitiv den Weg hier hoch. Ja, wir warten ja auf euch. Ach, ihr seid schon oben. Ach, und wir stehen hier unten und warten auf euch. Wir haben so viele Sachen gucken, ob wir euch entgegenkommen können. Ich wusste ja nicht, wo ihr da rumlauft. Wir sind jetzt oben bei Mini. Hä? Ja, hier bei dir. Hallo. Oha. Ach doch. Ach, hier ist auch Brücke, siehst du. Ja. Büro, ich kann mich doch gar nicht so schnell drehen. Ja. Hier ist die Brücke beschädigt. Ich teste mal, ob man rüberlaufen kann. Ja, da kann man rüberlaufen. Gut. Ich finde das ja klasse, dass die Dungeons jetzt so groß sind, ne? Ja. Das hat auf jeden Fall was. Ich kann es nicht oft genug sagen, was ich noch nicht mag, sind, ne? Labyrinth. Labyrinth. Pyro, warte mal, ich mach mich mal eben zum Glühwürmchen. Okay. Der ist sonst zu dunkel. Naja, weil ich sehe dich fast gar nicht. Okay. So. Ich denke mal, vielleicht kann man hier über die Ranken laufen. Ich gucke mal, ob wir hier hoch können. So. Kann man ja gleich testen, ob hier die Grappling Hook geht. Wie Sau. Kann man sich rüberkrabbeln? Wie Sau. Links hier. Also hier geht auch ein Weg weiter. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja, weil hier die... Da drüben ist ja die Klappe, da oben. Dann geht da, wird das so, du brauchst noch Stecken. Ich dachte, weil hier die Ranken rübergehen.
Ach, da gehen auch Ranken drüber. Aber, also ich sag... Fällst du durch? Ja, ich stehe jetzt noch auf dem Felsen. Also ja, weil keine Kollision. Im Affentempel, da konnten wir rüberlaufen. Dann gehen wir mal hier weiter hoch, ob da noch ein Dings kommt. Denn wir könnten jetzt mit Tech-Handschuhe oder Hammer drüber springen, aber wir müssen ja davon ausgehen, hat ja nicht jeder. Ach, hier oben ist auch noch eine Brücke, wisst ihr. Vorsicht, nach links im Busch ist auch noch was reingekrochen da. Okay. Ich sehe nichts. Wie hoch war das, was du abgeschossen hast gerade? Habe ich jetzt nicht gesehen. Das war, ja. Ja. Das war 170. Okay, also aktuell noch kein Cave-Level. Hier ist wahrscheinlich noch ein Kopf. Ach, guck mal. Ein Kopf verloren. Haben wir gleich gerecht, das Ding. Dino, mach was. Ach, oje. So, nachladen. Ich wollte da wenigstens ein Bild. Ach, guck mal hier dran. Da ist ein Pfeil dran. Oje, da sind mehrere Pfeile. Nee, ich meine, da ist ein Pfeil... Der nach dahin zeigt. Achso, der hat das Pfeil. Ja. Also das sollte man erkennen können. Also da muss dann irgendwas sein. Wenn Freya aus dem Weg geht, mache ich sogar ein Bild davon. Ach, bei je. Wieder das Ding bildern. Ich wollte doch nur gucken. Also es sagt, wir sollen da lang. Also aber ich da denke, irgendwas. Ja. Aber ich denke da... Oder da über die Brücke, ne? Ja, ich denke da. Ach, guck, da hinten sind auch noch diese Fackeln, siehst du? Okay, also müssen wir bestimmt hier lang und auch Rollback und kommen dann irgendwann in die Richtung. Wo sind Pyro jetzt hin? Hier lang? Ja. Hier, Mini. Hier lang. Mal umdrehen. Ach, da, weiter. Oh, die Brücke ist kaputt. Ja, schad nix. Also hier müssen wir auf jeden Fall rüber springen. Oh je. Mini, zur Not springst du mit dem Hammer rüber. Oder so. So, jetzt sind wir ja unterhalb dem Totenkopf, ne? Oder hinterm Totenkopf oder so. Hinter oder so? Ja, ist der Totenkopf. So, da muss ja irgendwo hier dann... die Richtung dann weit. Ach, guck mal. In die Richtung, wo gezeigt wurde, da unten ist eine Ranke. Okay. Hey je. Dann geh ich da mal hin zurück. Mal gucken, ob ich die Ranke drauf komme. Und wenn ich durchfalle, dann ja. Hey je. Schrei. So. Genau, und dann schrei ich ganz laut. Dass mich irgendeiner aufhängt oder so, dann müsst doch schnell sein. Wo waren jetzt? Die hab ich doch von da vorne gesehen. Hier ist eine, da. Hm? Na, bin ich gespannt, ob man da rüberkommt. Ja. Ja, wie Sau. Also es haut voll hin. Der Pfeil zeigt darüber. Ach ne, das scheint wieder so verwirrend zu sein. Aber meint vielleicht da drüben auch diese leuchtende Höhle da oder dieser Buch, weiß ja nicht. Wird's denn gehen? So, bin ich mich jetzt oben, ja? Ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Da Amy. Bist du. Was meintest du mit dem Pfeil? Er zeigt da drüben ja auf, vielleicht nur auf diese Höhle, dass man das da sagt, da müsst ihr drüben irgendwie hin. Ja, das kann sein. Da müssen wir mal gucken, ob hier noch ein Weg weiterführt. Oder hier oben ist Sackgasse. Also ich würde sagen, aktuell Sackgasse. Ja, ich gehe gerade hier hinterher. Also über diese Ranken...
Können wir auf jeden Fall nicht gehen. Hier ist ja was drin, ne? Ein Schatz. Ich hab was gefunden. Ja. Wo seid ihr denn? Wo denn? Ach, da. Vor dem Totenkopf. Vor dem Totenkopf, okay. Ich bin da, an den Büchern. Ich bin gerade dahinter. Oh. Guck mal, da sind Bücher. Geh da mal hin. Ach, ja, da mach ich natürlich ein Bild drauf. Ja, fahr da mal richtig über die Bücher drüber. Ist da einer... Das ist die Push. Ich weiß nicht, was das macht, aber ich habe da gerade Push gehabt. Guck mir nur den Schatz angucken. Aber ich kann nicht weiter runter, oder? Okay. Kann ich... Ich bin schon am Kriechen. Ja, okay. So sehe ich ganz nah aus. Und wenn ich in Ego gehe, dann, ja. Okay, dann versuche ich da mal zu pushen, wenn ich das nochmal kriege, da. Und jetzt stürzt alles ein. Die Bücher gehen runter. Die Bücher gehen runter, ja. So, wir haben auf jeden Fall schon mal irgendwas gepusht. Supi. Ist jetzt eine Brücke da oder so? Nö, sieht nicht so aus. Aber vielleicht da, wo du durchgefallen bist, dass da jetzt was sich reingeschoben hat, dass du da doch jetzt drüber laufen kannst. Ach so, das noch? Ja, das kann auch. Nee, das sieht aber nicht so aus. Oje. Das kann ja gerne mal einer nachgucken. Ich geh mal gucken. Wartet auf mich. Freya. Mach's gut. Tschüss. Ja, Emi, die Theorie war gut. Ich hab ja von vornherein gesagt, dass Rätselraten nicht so meins ist, ja. Ja, ich denke... Dann geht's weiter. Ja, ich wollte... Ich hab nur eine Spinne, Alter. Ich wollte gerade sagen, willkommen zu dir runter, wenn Mini hier auch rüberkommt. So. Dann düseln wir hier auch mal ins Wasser rein. So, Spinnen. Fertig? Wartet doch auf mich. Ja. Ich sehe euch schon wieder nicht mehr. Also hier die sind ja, aber aus. Die sind drüben hier runtergegangen. Einfach ins Wasser gehüpft sind sie. Oje. Geronimo. Hier siehst du, guck mal, da wo es herkommt. Ich habe auch Leucht gemacht und so. Leucht? Einfach runterspringen jetzt ins Wasser. Genau. Und jetzt geradeaus. So, Pyro, hier oben kommt das doch ungefähr hin, wo doch dieser Pfeil nach drüben zeigt, oder? Moment, ich muss erst hochkommen. Dann mach mit dem Hammer. Weil ich bin mit dem Hammer hier rüber gesprungen. Hoch? Wo ist es? Da, ja. Sehr schön. Ja, das kommt in etwa hin. Ist Emi auch da? Hier? Ja. Gut. Dann schauen wir da rein. Hoffentlich kein Gas. Ach, bitte nicht. Oh, hier ist ein Gitter, was aufgegangen ist, siehst du? Ja, dann wird das wahrscheinlich der mit den Büchern vielleicht sein. Ja, ja, deswegen sag ich, hier ist ein Gitter oben. Hier ist auch ein Schild. Ein Schild? Wo? Ja, warte. Wo? Ach, ja. Jetzt sieht man es gleich besser. Jetzt. So. You are more rich with flowers than gold or weapons. Okay. Tja. Schauen wir mal. Naja, Kopf und Schatz und dann wird das der Knopf da oben gewesen sein. Ja. Also, wenn du jetzt vorher nicht da jetzt gedrückt hättest, ist das der Hinweis, dass du zurück musst zum Kopf und da auch zum Schatz und ganz da den drücken musst. Ganz also. Genau. Okay. So, ja. Ja, geht als erster vor. Pyro, ja. Aber Pyro? Ja. Die böse, böse Uhr und so, ne? Ach je. Ja, okay, dann stellen wir uns hier vor, Leute. Genau. Hier am Durchgang, wo wir ne, den schon betätigt haben, am Kopf vorne. Dann würde ich sagen, wir stellen uns alle hier hin. Kann man ein Stück zurückgehen, so. Dann würden wir von hier aus sagen, erstmal, wir müssen noch gucken, was in der Höhle drin ist. Aber so wie es aussieht, wieder mit Toren und Dings und sowieso und überhaupt, würde ich mal auf ein Artefakt hoffen. Oder auf epischen Loot.
In dem Sinne würden wir erstmal von hier aus sagen, tüdelü und tschü. Tschüss. Tschüss. Freya war Finikus. Freya hat gefindet. Das war jetzt aber auch Zufall. Ich wollte nur den Schatz genauer angucken, hab dann den Push gesehen. Ach, hey.